Gentlemen, die letzte Nacht der Rosen. Luke, sie kann sich nur für ihn entscheiden. Sie wird nicht auf den Bauernhof ziehen in diesen High Heels. Sie hat sie alle geküsst. Mit Zunge? Sie ist eine wandelnde Geschlechtskrankheit. Chase. Ich sehe, dass Ihr Girokonto überzogen ist. Meine Hypothekenrate hat sich verdreifacht. Ich habe Sie auf eine Zinserhöhung aufgrund einer Refinanzierung hingewiesen. Erinnern Sie sich daran? Alle auf den Boden und zwar sofort! Die drei Männer verschwanden mit 1,6 Millionen Dollar. Sie hatten es choreografiert wie einen Tanz. Eine Polonaise direkt ins Gefängnis. Sie sind nicht erwischt worden. Centex Steel hat alle Rentenzahlungen bis auf Weiteres eingefroren. Ich überlege, ob ich eine Bank ausraube. Ich überlege, ob ich mir ein Ferrari kaufe. Ich wurde gerade von den Knicks angeworben. Gute Woche für uns alle, hm? Williamsburg Savings wird die Liquidation des Rentenfonds durchführen. Diese Banken haben dieses Land praktisch zerstört, aber es hat nie Konsequenzen für sie gegeben. Ich will diese Bank ausrauben. Dann holen wir uns unser Geld wieder zurück. Wir nehmen uns das, was Sie uns an Rente schuldig sind. Das ist alles, was ich will. Was, wenn wir mehr kriegen? Dann spenden wir's. Es ist Zeit für einen Testlauf. Wir sind gleich wieder da. Ich will nicht im Wagen sitzen. Es ist heiß hier. Hallo, Al. Ich brauche ein paar Hähnchenschenkel. Brüste sind besser als Schenkel, findest du nicht? Noch nie hat hier jemand eine ganze Schweinelende gestohlen. Spring in den Korb rein. Sag mal, für wen hältst du mich, E.T.? Ich weiß nicht, was aus der Welt geworden ist. Sehen Sie sich mal Cindy an. Sie sieht aus wie ein kolumbianischer Drogenkurier. Wir werden professionelle Hilfe brauchen. Denkst du? Seid ihr Bullen? Naja, eher alte Ochsen. Von jetzt an kommuniziert ihr über SMS. Da sind ja gar keine Knöpfe dran. Das ist ein Touchscreen. Ich touch drauf rum, aber nichts passiert. Erinnert mich an die Zeit, als wir nach Reno fuhren. Wir aßen wie Könige. Wir waren Könige. Sind wir noch? Ladies and Gentlemen! Halt! Halt! Wieso verfolgen Sie mich? Ich will Sie nicht tasern! Das hier ist kein Schuldeingeständnis. Ich bin nur erschöpft. Don't stop me.